Hallo und guten Tag. Mein Name ist Matthias Heinrich. Ich helfe Menschen und Unternehmen seit 2010 mit Coachings und Seminaren über sich hinauszuwachsen. Mein Ziel ist es, Ihnen zu helfen, innere Bilder von bestimmten Situationen in Vertrieb und Führung zu überprüfen und gegebenenfalls nachhaltig zu korrigieren. Kurze Impulse wie der folgende lassen neue Ideen und Inspirationen in Ihr Tagesgeschäft einfließen. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Belgeon-Impuls. Heute möchte ich mich mit dem für die Wirtschaft so wichtigen Thema Wachstum beschäftigen und der Frage, was wir tun können, um auch in Zukunft tatsächlich noch gesund zu wachsen. Seitdem die Menschheit Handel betreibt, lebt dieser Handel dem Grunde nach von Wachstum und viele Kriege wurden geführt, um Handelswege abzusichern, um Wachstum sicherzustellen. Viele Aktienkurse entwickeln sich heute nach dem Prinzip der Hoffnung auf positives Wachstum in der Zukunft. Im Vertrieb sagen wir immer, Hope is not a strategy. Hoffnung ist keine wirklich gute Strategie für erfolgreichen Vertrieb. Aber das Thema Umgang an den Börsen und wie die Börse tickt, das möchte ich hier nicht weiter vertiefen. Jede Krise in den letzten mindestens 150 Jahren hat uns gezeigt, dass Wachstum aber auch Grenzen hat. Jede Krise hat uns in unserem Wachstum beschränkt, hat uns zum Teil negatives Wachstum beschert und jedes Mal war das Geschrei entsprechend groß. Um es an der Stelle mal auf den Punkt zu bringen, die aktuellen Themen, die wir haben, also Klimadiskussionen, politische Diskussionen, Pandemiediskussionen, zeigen uns, wie schwierig das Thema Wachstum in Zukunft sein wird, dieses nachhaltig sicherzustellen. Die Frage ist, ob wir deswegen den Kopf in den Sand stecken sollten. Und als Führungskräfte leben wir ja für und von Veränderung. Also ist die Frage, was können wir an Veränderung mitbringen, um dieses Wachstum, was in Zukunft notwendig ist, um die Börsen zu bedienen, um unsere Nachhaltigkeit auch sicherzustellen, aber gleichzeitig auch dem Planeten Erde die Chance zu geben, sich ein Stück zu regenerieren und dieses Wachstum konform zum Planeten zu gestalten. All dieses ist wichtig und all das ist die Frage, was können wir tun, um das in einen guten Einklang miteinander zu bringen. Und da möchte ich zwei Ideen mitbringen, in welche Richtung Wachstum in Zukunft aus meiner Sicht eine Bedeutung haben wird. Was meine ich damit konkret? Es ist Punkt 1, Wachstum durch Fokus auf das Innen, also nicht auf die Breite, nicht auf immer höher, immer schneller, immer weiter, sondern Wachstum in die Tiefe, in die persönliche Tiefe, in die Tiefe der Persönlichkeit, in meine Tiefe. Der zweite Punkt ist Wachstum durch Fokus ins Außen, also in der Zusammenarbeit, im Zusammenspiel zwischen dem, was ich anzubieten habe und dem, was meine Kunden fordern. Noch konkreter möchte ich an der Stelle werden und ein paar Fragestellungen mitgeben, die sicherlich nicht leicht und aus dem Ärmel heraus zu beantworten sind, aber ich glaube, die sind es wert, mal drüber nachzudenken, um tatsächlich zu schauen, was können wir tun, um Wachstum in der Zukunft sicherzustellen. Zum ersten Punkt, Wachstum durch Fokus ins Innen, in mich hinein. Wo nutze ich meine Potenziale, die mir zur Verfügung stehen, noch nicht hundertprozentig aus? Wo bin ich unzufrieden mit bestimmten Situationen? Warum bin ich damit unzufrieden? Was kann ich tun, um diese Situation zu ändern? Wo lebe ich meine Stärken noch nicht hundertprozentig aus? Wie kann ich meine Wirkung auf andere steigern? Wo stoße ich immer wieder an persönliche Grenzen? Warum stoße ich an diese Grenzen? Und was kann ich tun, um diese Grenzen zu überwinden? Und jetzt werden Sie möglicherweise sagen, ja, das hat aber alles mal gerade gar nichts mit Wachstum zu tun, weil Wachstum ist, wir brauchen mehr, wir brauchen schneller, wir brauchen Shareholder Value, wir brauchen größere Zahlen, größere Umsätze. Und ich glaube, da werden wir in Zukunft nicht mehr hinkommen. Die Erde hat nur einen begrenzten Radius. Wachstum, das ist der zweite Punkt, durch Fokus ins Außen. Das sind für mich Fragestellungen wie, wie kann ich meinen Mitmenschen, wie kann ich meinen Kunden helfen, dass sie ihre persönlichen und die Ziele des Unternehmens in einer größeren Tiefe statt in einer größeren Breite erreichen? Wie kann ich
möglicherweise meine Produkte, meine Dienstleistungen, mein Angebot an der Stelle so modifizieren, dass sowohl mir als auch dem Kunden damit gemeinsam Wachstumspotenziale eröffnet werden. Machen wir uns eines bitte klar, so wie bisher wird es wahrscheinlich nicht weitergehen. Und je eher wir uns darauf besinnen, Wachstum nicht mehr in höher, schneller, weiter, sondern in mir, in meinen Kundenbeziehungen und in der Tiefe meiner Produkte und Dienstleistungen zu suchen, ich glaube, desto eher werden wir, egal wie komisch sich das im Moment anhören mag, bereit sein, wirklich neue Wachstumspotenziale zu erschließen. Ich glaube, wir müssen Wachstum neu denken. Und es ist eben nicht immer höher, immer schneller. Es ist immer tiefer. Ich wünsche Ihnen sehr positive, kreative, gute Ideen. Und nochmal, es ist nichts, was sich aus dem Ärmel schütteln lässt. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass es wert ist, darüber nachzudenken. Ihnen viel Erfolg dabei und gern bis zum nächsten Mal. Danke und tschüss. Vielen Dank für Ihr Interesse an meiner Arbeit und an meiner Vorgehensweise. Gern werde ich auch ganz konkret für Sie tätig und helfe Ihnen, über sich hinauszuwachsen. Sprechen Sie mich an. Ich freue mich auf Sie und die Zusammenarbeit im Coaching oder Seminar.